Herzlich willkommen zur weiteren Runde hier in Thüringen. Wir werden jetzt, wird jetzt ein bisschen Holz verkaufen. Mein Kollege macht, glaube ich, auch Holz. Ja. Das goldene Holz, ne? Das wurmfreie Bin Holz gerade heute. mit dem Harvester unterwegs. Oh. Mein LKW hat auch Licht. Hinten vor allen Dingen. Und mein Kursplay kostet kein Lohn. Die arbeiten halt gratis, das haben sie gesagt. Ja, weil es mir so schlecht geht, ne? Arbeiten sollte man gratis. Später, ne, wenn sie das goldene Getreide geerntet haben, das goldene Hafer, dann werden sie auch Lohn verlangen nachher. Aber bis das Sägewerk steht und der eigene LKW da ist, ne, werden sie auch mal gratis arbeiten. Das machen wir doch gerne. Das ist aber sehr brave Arbeiter. Ja, und die arbeiten voll durch, auch nachts, ne? Dann zahlen die ja nachts 50% Aufschlag, ne? Dann richtig teuer, du. Das kann ich mir nicht leisten, du. Ich bin eine arme Sau. Ich habe einen Kontostand von 128.000. Das ist nix. So, nächste Fuhre Holz im Sägewerk. Und dann werden wir gleich mal einen neuen LKW kaufen und den alten verkaufen. Dann müssen wir die Mietkosten ein bisschen einsparen. Und dann können wir bald die Löhne zahlen. Im Herbst und so, im Herbst näher vielleicht. Oh Und wie mein. sollen deine Arbeiter bis dorthin einkaufen? Also die können ja Milch. Nee, Milch habe ich noch keine, aber die können ja mal eine Kuh streicheln, da kriegen sie auch was Nettes. Also Holz können sie kriegen von mir, also zum Heizen. Da dürfte ja wohl genug Abfall zum Heizen. Bisschen reisig, das haben sie garantiert. Also kalt haben sie garantiert nicht. Und so habe ich ja nicht. Ich habe noch ein bisschen Mischfutter da. Das habe ich auch noch. Mischfutter habe ich auch noch da. Ja, ich kann nur mit Schweinefutter bezahlen. Ja, aber Schweinefutter ist gar nicht mal so, wie soll ich sagen? Das ist ja auch im Grunde, ja. Ja. Getreide und Mais, ne? Ist ja an sich auch perfektes Futter, ne? Zumindest sehr ausgewogen und nahrhaft. Bisschen, vor allen Dingen, bisschen Wasser dazu, bisschen kochen und schon geht das, ne? So, LKW kaufen. Was werden wir so schönes kaufen? Wir hätten da theoretisch mit 4 Rädern, mit 8 Rädern oder so. Wenn der könnte mit, ne, der kann nur Holz. So, was haben wir da Schönes? Wir haben da einen Phönix, einen Mann oder Men, keine Ahnung. Ein Lizard 2. Noch ein Lizard Hulk, den ich gerade habe. Aber der fuhr sich ganz gut. Die werden wir kaufen. Felge 1 tiefer gelegt. Das ist schlecht. Höher und weiter. Ja, das ist gut. Für den Wald ist es gut. Höher und weiter. Kotflügel. Abgedeckt. Das ist gut. Lang Haupthabe. Trelleborg. Nokia. Lizard. Trelleborg haben die entsprechende. Ja, Feldreifen kann man sagen. So, semi-kurz, semi-normal, semi-lang. Oh,
flache Auflage gibt auch noch. Stammholzaufbau. Da müssen wir selber aufladen. Hakenlift gibt es auch. Wahnsinn. Hakenlift, zwei Achsen. Semi einseitig. Das ist so komisch aus. Ganz kurz. Einachsig. Semi Fastenlift. Keine Ahnung. Schlafkabine habe ich auch. Das ist perfekt. Spare ich mir die Hütte. Dann kannst du im Wald schlafen. Genau. So. Designerfarbe machen wir auch so schön. Ja. Hauptfarbe haben wir schön. Ja, was haben wir Schönes da? Metallic Blau. Oh, der sieht cool aus. Da werden sie aber alle sich freuen. So, kaufen. Was kostet? 162.000. Ja. Okay. Zurück. Gekauft. Der Händler freut sich. Hat wieder ein Geschäft gemacht. So. Achte mal drauf, wenn du im Dunkeln fährst und du schaust mal in den Spiegel rein. Du siehst ja immer neblig. Und wenn der Nebel kommt, kommen die Zombies. Geschieht so beim Mist. Wenn du mal Mist spielen willst, theoretisch, dann musst du merken, wenn es Sonne scheint, ist alles gut. Kommt Nebel auf, musst du schnell in Sicherheit bringen. So, jetzt haben wir den yep. weg und dann holen wir einen neuen. So, muss was gucken. Okay. So, Tag 3, früher Frühling. Mann, die Aussaat läuft noch. Er pflügt immer noch, der Bursche. Er gibt nicht auf. Er kämpft mit dem Pflug und dem Acker. Ich wollte eigentlich noch im Prinzip jetzt nachher noch die Aussaat beginnen. Das heißt, ich muss noch mit dem Traktor losziehen. Morgen früh mit dem zweiten. Die nächste Sämaschine klar machen. Ich hoffe, dass bald die Ernte beginnen kann. Es wird schon wieder Tag, es wird hell. Die Sonne geht auf. So. Gehen wir an LKW ab, den hol ich hin, ne? Ab. So. Gebietete Fahrzeuge. So, studiert. Was stöhnst? So, Garage. So, LKW geht noch durch. Zack. Kreuzfahr. Wahnsinn. Hi, flücht noch, du. Naja, mit 12 km/h, ne? Das dauert lange, ne? Der Dünger ist fast durch. Jetzt kommst du wieder. Jetzt kannst du es auf 5 wieder stellen, hä? Ja, genau, ja. Oder hat jemand. Oh, habe ich einen schönen LKW mit Schlafkabine. Hat er schönes Licht? Ja. Tute? Thank you.
Du, jetzt komme ich. Vorsicht. Mit einem großen LKW. Höher gelegt. Ideal für Waldboden. Jetzt können wir Holz machen ohne Ende. Oh, der Bein umgekippt. Oh, Gegenverkehr. War gerade auf der linken Spur. So, jetzt brauche ich wieder Geld. Ich bin fast pleite. Jo, jetzt geht los. Feld Nummer 13 wurde gepflügt oder gekruppert. Da hat der KI-Bauer gemacht. Auf Feld Nummer 12 ist das gleiche passiert. Gibt es Düngemissionen? Wir brauchen nämlich Geld. Zurzeit sind keine Lohndienstleistungen möglich. So viele Aufträge. Gibt's keine Aufträge? Nee, nix. Ah, nix. Nix. Aber wird mal kommen. Denn denkt man, die werden warten, bis es Temperatur passt. Wegen der Aussaat. Und dann werden sie die erstmal rein theoretisch die Aussaat machen lassen, ne? Aber aktuell ist noch nicht so warm. Oh, mein erster ist fertig. Ich habe noch 10.000 Dünger auf dem Anhänger. Muss ich jetzt warten, bis der Pflügen fertig ist, dann kann ich den Rest nachdüngen. Oder nee, ich kann warten, bis die Aussaat durch ist. Dreimal muss ich ja. Aber ich könnte die zweite Sämaschine holen. Vorbereiten. Und dann können wir gleich die Kühe wieder was zu fressen geben, ne? Denn die werden auch bald brauchen. So, Düngen wir eh nochmal stehen lassen. Man hasst die Rotz. Hast du die Rotz? Rotz? Ja. Schnupfen. Hört man das so? Ja. Mikrofon ist empfindlich.
Ich bin ja auch froh, dass ich keine Bohnen gegessen habe. Man wird zwar nicht riechen, ja, aber hören, ne? Wenn es knallt, ne? Wenn es knallt, ja. Geben wir erstmal die Kühe was zu beißen. Gerade im Traktor sind, ne? Dann muss ich bald wieder Ballen kaufen und Silage. Wächst doch nix. Oh, ich bin dreckig. Oh, nee. Aber gut. Gucken mal, was ich schon weggeballert habe. An. Ja, Mischration ist für Zeit. Ist zwar noch 10.000, aber. Gulle wieder 6.000. Oho. Und Sauberkeit, klar. Jetzt muss ich auch tun. Wasser auch. Gleich mal die Kühe Wasser geben. Die Pumpe rechts ist dafür gedacht. Weil beide vertauscht. Die eine Pumpe nach links, andere rechts. Aber egal. Er läuft zwar links voll, aber geht rechts voll. So, na, was macht euer Weide hier? Keine Kuhflan zu sehen. Muss nachdenken. Was wollte ich tun? Achso, putzen wollte ich. Sauberkeit. Ganz wichtig, die Kühe nicht krank werden. Und dann verrecken. Ja, da wäre der Schaden groß. Ja. Ich brauche mehr Gülle. Was machen wir da? Kaufst du mir ein paar Kühe? Na, Kühe machen mir zu viel Arbeit. Also musst du mir Kühe kaufen. Nee, ich bin doch arm. Ach so. Bist ein armer Schlucker. Das stimmt, ja. Naja. Hab 5.000 Schweine im Stall und uns das armer Schlucker. Oder waren es mehr? 50 vielleicht, na, 80. Haben die noch nicht vermehrt? Ah, das wären heuer daneben, ja. Ah, doch, vom Herbst, denke ich mal. Im Herbst garantiert. So, gleich mal geputzt. Und dann, ja, die zweite Sämaschine raussuchen. Der Boden ist immer noch so kalt, das Gras wächst auch nicht. Alt ist. Also Gerste und Weizen könnt ihr aussehen. Bei 2 Grad geht das. Ich glaube, das geht bei 5 erst. Naja, jeder Season Mod hat ja an, also jeder Regionalmod hat ja andere Einstellung. Und hier ist das so, dass du Raps im Frühjahr nicht aussehen kannst, nur im Herbst.
Zum Beispiel. Pappel kannst du aussehen ja, nur im Winter halt nicht, ne? Aber ernten jeden Tag. Dann musst du reinschauen ins Season-Menü, da steht drinne. Aber Hafer geht erst ab 3. Und ab morgen erst, theoretisch. Gut, ich mache Hafer. Macht nichts. So, liebe Schauer, das soll es auch für die heutige Folge gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sagt mal Tschüss und winke, winke. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.